Moin zusammen und herzlich willkommen zurück zu Mögen die Spiele beginnen. Jawohl, wir sind im Spiel der Götter und wir haben beim letzten Mal hier eine Karte bekommen und da gibt es auch direkt eine Info zu. Herrlich. Leite den Lavafluss von der Vulkanspitze bis zum Fuß des Vulkans. Vermeide dabei jegliche Sackgassen. Okay. Was muss ich tun? Okay. Ich verstehe noch nicht so ganz, wie es funktioniert. War das gut oder nicht so? Wohl nicht so, ne? Da geht's nicht lang. Da geht es auch nicht lang. Hä? Aber wie soll es denn weitergehen? Hä? Raff ich nicht. Bis dahin, bis hierhin geht es nicht. Bis dahin, bis hierhin geht es auch nicht. Bis dahin. Nein. Hä? Gut, die Dreierreihe kriegen wir ja schon mal hin. Eins, zwei. Okay. Bis dahin geht's nicht. Also, bis hier, das hier ist der nächste. Was? Nee, der ist schon falsch. Ah, so kreuz und quer geht's auch. Okay. Das war fast richtig. Oh ja, tatsächlich. Okay, und wir bekommen... Hey, eine feurige Katze. Hey. Klar. Eine Lavakarte. Natürlich. Wo können wir die denn hin? Dingsen. Ja, keine Ahnung. So. Ne, hier wohl kaum. Aber hier vielleicht. Da. Sehr heiß. Ja, großartig. Die Lavakarte hat das Eis zum Schmelzen gebracht. Wie Butter. So, da oben müssen wir hin. Das sieht ziemlich wackelig aus. Die Luft wird immer dünner. Repariere den Schlitten und gelange auf die andere Seite der Brücke. Natürlich. Erstmal gucken wir uns natürlich alles Mögliche andere an. Wir bekommen einen Zipper. Hui! Was ist das? Eine Frostrune. Okay. Ich erinnere mich weder an Freund noch Feind. Ich kenne das Haus nicht mehr, in dem ich lebte. Ich höre seltsame Stimmen in meinem Kopf, die schreckliche Dinge flüstern. Ich verliere den Verstand. Ryan. Was sind das hier denn für Leute? Okay. Aber mehr... Oh, warte mal. Dort ist es zu dunkel, um etwas zu erkennen. Haben wir denn irgendwas Leuchtendes dabei? Nö, ne? Ach, hier die Frostrune. Jetzt sehe ich das erst. Da kommt hinein. Ein Schlitten. Ja, Info. Male das Bild mit den richtigen Farben an. Die Runen dienen dir als Hinweis. Okay. Gut, B. Ja, okay. Ist das schon alles? Das da? Das war nicht richtig, ne? Wie kann ich denn die Farbe wechseln? So wechsle ich die Farbe. Nein. Okay, und dann das in dem. Oh, okay, gut, ja. Hey, ein Wauzi. Oh, was für ein schönes Tier. So, was haben wir denn hier? Das ist Jims Jacke. Ich muss auf der richtigen Spur sein. Da haben wir erstmal nochmal eingestellt. Ach, guck, das Bild, das kennen wir doch schon. Wer immer dies liest, sollte Folgendes wissen. Meine Freunde schweben in ernstzunehmender Gefahr. Aber ich werde nicht aufgeben. Ich werde entkommen und sie retten. Jim White. Das ist gut. Das ist cool. Erstmal wenden wir jetzt den Zipper bei ihm an. Von wegen, er hat verloren. Pff.
Und wir bekommen ein Klappmesser. Was steht denn da drauf? Jim White ist sogar personalisiert. Was ist mit den Knöpfen passiert? Einen haben wir schon. Okay. Guck mal da, ein Wikinger-Schiff, wie cool. Vielleicht kam seine Mannschaft, um ihn zu retten und starb hier. Wie beruhigend. Ja, in der Tat, wie beruhigend. Okay, dann lass mal gucken. Hier bekommen wir noch einen Meißel. Und da ist ein Geschirr, ein Schnitten, ein Hund. Figur 24, Hundeschlittenkonstruktion. Aha, okay. Ein Schier, eine Schraube. Da steht, von Schraube war hier nicht die Rede. Werkzeug zum Schrauben war hier nicht die Rede. Einen Hund haben wir. Jo, okay, Hund habe ich zufällig sehr dabei. Da, guck. Nee, das geht wohl nicht. Kann die Karte erst anwenden, wenn es repariert ist. Okay. Ja, da muss ein Ski ersetzt werden. Sicher, 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 sicher. Die Pfeile hilft da sicherlich nichts, aber hier, das hilft auch nichts. Okay. Gut, das klappt nicht. Zu dunkel, dafür haben wir auch nichts. Okay, dann gehen wir mal ein Stück zurück. Hier können wir nur den Zettel sehen. Die guckt so, ne? Die guckt. Es ist schon. Okay. Ich brauche die Hilfe des fliegenden Freundes. Hm, gut. Sag mal, fliegender Freund. Ah, guck mal. Hallo, du Schöner. Oh, wir haben den Vogel gleich mitgenommen. Na, sowas. Hör mal, würdest du hier was ausmachen? Es ist, also ist mir echt peinlich, dich das zu fragen. Das hast du großartig gemacht. Danke. Wo auch immer du gerade bist. Also, wir haben das Sonnenemblem bekommen und einen Angelhaken. Na, sieh mal einer an. So, das Sonnenemblem. Ne, hier war es nicht. Ach, da oben. Da oben war das hier wohl. So, Sonne rein. Und jetzt mal gucken, was passiert. Wo willst du denn hin? Es wird gewimmelt. So, und es ist tatsächlich mal ein klassisches Wimmelbildspiel mit Spiegel, Angel, Glasbär, Anker, Geige. Hier kriegen wir noch einen Zettel. Beschriebenes Blatt. Ja, hossa. Das hat ja geklappt. Eisbär sehe ich da oben. Schlittensattel, Megafon. Anker, Geige. Geige ist hier. Spiegel, Angel. Spiegel. Anker. Schlittensattel, Megafon. Samurai-Helm. Da ist ein Samurai-Helm. Guck mal, der Fisch, der folgt uns mit seinen Augen. Na, wie findest du das alles hier? Oh, mir ist so langweilig. Hol mich raus hier. Megafon. So, Muschelball. Hier können wir auf, da ist mal so ein Dings drauf. Ah, ja, sehr gut. So, was braucht er noch? Er braucht seinen Dreizack, ne? Na sicher, Neptun braucht seinen Dreizack. Muschel, Schlitten und Angel. Da ist die Angel. Und die unten haben wir den Schlitten. Na siehst du mal, ebenso durchgerauscht. Gut gemacht, das könnte nützlich sein. Die Angel. Ja, an die Angel bringen wir jetzt direkt mal den Haken an. So, Knote, 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 Knote. Super. So, okay. Tja, was noch? Ich denke, hier sind wir jetzt erstmal durch, ne? Was können wir hier noch machen? Sieh nicht nach unten. Nein, besser ist das. Können wir das hier irgendwie abknapsen? Ne, ich wüsste nicht wie. Okay, so. Ah, hier hatten wir jetzt die beiden Dinger gefunden. Info. Was gibt es denn hier zu Infos? Merk die drei Symbole oben und drücke auf die entsprechenden Knöpfe, um die Kiste zu öffnen. Drücke auf erneut, um von vorn zu beginnen. Ja, das werden wir jetzt auch tun müssen. So, da, 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 da. Das war falsch. Da, ach, das H war es. Das H. H. Oh, gut. Taschenlampe und der Bolzen. Cool. So, jetzt sagte er, hier sei es irgendwie zu dunkel. Katsching. Ja. Das ist zu weit weg. Wie gut, dass wir gerade eine Angel bekommen haben. Wunderbar.
Und, wird's was? Eine verkorkste Ausrüstung. Verwirrtes Netz. Ja, das bin ich auch manchmal. So. Ratsch. Siehste? Und wir bekommen die genau die Teile, die wir benötigen. Also, erst einmal den ersetzen. Wunderbar. Die Schraube. Und die können wir festzurren. Na, die schien mir noch ein bisschen zu lang zu sein. Die guckt doch unten in den Schnee. Nun benötige ich etwas, was den Schlitten zieht. Ich weiß nicht. Der Wind. Der Hund. Oh, hallo. Na, du Hübscher? Ja, da mal nichts wie los. Was? Info? Wähle die grün leuchtenden Bereiche auf dem Boden, um den Schnitten hin und her zu bewegen und die Hindernisse zu umfahren. Ach du liebe Zeit, ne, das kann ja heiter werden. So. Entschuldigung. Oh, mein voller Schrappen. Mann, das arme Hundi. Voll konzentriert, doch. Zack. Aber nicht runterfallen. Das war knapp. Ja. Nee. Jo. Wie weit denn noch? Das kommt gar nicht näher. Muss ich mir Sorgen machen? Schnell! Ja, Hammer ist dann bald. Noch ein Stündchen später. Ah, da wechselt er gleich darüber. Okay. Und jetzt, Rossa. Jetzt geht's schneller. Oh, scheiße. Nee, doch, ist richtig. Wow. So, wir sind da. Nein, aber natürlich sind wir noch nicht bei ihm. Das hast du so toll gemacht. Oh. Es lebt. Hold on, Jim. I'm coming. Nee. No! You can't rescue him! Warum nicht? Vergiss es, das ist Teil des You're Spiels. Both going to die here for the glory of the gods! Erforsche den Fuß des Berges. Natürlich. Vergiss es, das ist Teil des Spiels. Die Feldblöcke komme ich nur. Da ist schon wieder diese laute Musik. Warum ist die da? Der Hund ist fix und alle. Ich sollte ihm ein wenig Ruhe gönnen. Ja, okay. Ey, ich habe die Musik doch extra leise gestellt. Der Reißverschluss ist eingefroren. Es wäre am einfachsten, ihn aufzuschneiden. Haben wir aber leider gerade nicht dabei. So. 5 von 3. Und ein paar Zweige. Okay, Leute, folgendes. Ich unterbreche das mal eben und stelle die Musik nochmal leise. Das ist mir zu dumm hier. So, da bin ich wieder. Ich hoffe, ich habe das richtig zusammengeschnitten. Ach, das tut mir leid, aber diese Heldenmusik, die war mir einfach ein bisschen zu gewaltig. Okay, hier liegt ein reizender Herr, der seine Beute aber nicht hergeben möchte. Okay, gut. Hier haben wir noch... Ohne einen Hammer kann ich die Nägel nicht benutzen. Und die Spitzhacke. Entschuldigung. Ich war kurz abgelenkt. So, was haben wir denn hier alles? Oh, hallo. Hui. Ja, und da ist er wieder da. Okay, hi. Ohne das Werkzeug kann ich die Drähte nicht durchschneiden. Natürlich. So, dann lass uns mal gucken. Das hier kriegen wir schon mal auf. Und da bekommen wir eine Schweißerbrille, Gürtel und ein Seil. Okay, weiß ich jetzt noch nicht so direkt was mit anzufangen. 3 von 3. Können wir das jetzt schon reparieren? Ich will einen Gürtel, ein Seil und aber 2 gebrauchen. Haben wir ja gewissermaßen jetzt schon, ne? Findest du nicht? Oh, vielleicht das noch? Ah, okay. Gut, Info.
Wähle ein Teil aus und bring sie an den leuchtenden Stellen an, um die Schneeschuhe zu reparieren. Ja, das kriege ich hin. Das nehme ich mal und... ist das alles? Okay. Bam, bam. So. Damit ist das fertig. Das kriegen wir dahin. Dorthin und da oben hin. Und innen drauf. Cool. Mal eben Schneeschuhe gebastelt. Ich nehme an, die werden wir brauchen, um da hoch zu kraxeln. Siehste? Seltsamer Altar. Er ist hier. Der Geist möchte, dass ich ihn freilasse. Sag mal, sah der nicht ebenso aus wie der Typ, der uns erst hier reingelockt hat? Hi, help me. Die Nägel stecken fest. Und da ist etwas in seiner Brust. Na gut, was haben wir denn hier unten? Krams ist immer gut. Oh, noch eine Glocke. Herrlich. Dein Buchstabe fehlt. Das ist natürlich doof. Wer hat denn sowas gemacht? Da sind nochmal... Oh, hier können wir die Glöckchen anbringen. Zack und zack. Lass mich raten, wir müssen die Reihenfolge nachspielen. So viel steht fest, cooler Auftritt. Nun gut, also wenden wir uns diesem Wimmelbildspiel zu. Finde Paare mal 7. Eine Postone, ein Hut, ein Schuh, eine Axt, ein Pferd, ein Postone. Postone. Eine Säge, nee, das war die Axt. Hier war die Axt. Wo war die Säge? Das war der Hut, das zählt nicht. Aber passt. Schuh hatten wir hier? Nee. Wo war der Schuh? Das ist die Säge. Da ist der Schuh. Okay, Schuh. Wusch. Dahinter verbirgt sich ein Pfeil. Nee, da, aber da ist die Säge. Die war hier. Nein! Da ist die Säge. Gut, die Pfeile. Pferd hatten wir hier. Geschafft! Finde die Karte. Warum? Warte, das sieht einen aus wie... Ach nee. Okay, alles klar. Gut, kriegen wir hin. Jo, kriegen wir hin. Alles klar, kriegen wir hin. So. Wusch. Drachen. Drücke auf das Symbol, um lichtstarkend zu sein. Von einer Kugel, so verschwindet er. Was? Wie geht das? Das ist aber schwierig. Nein! Okay. Drücken, 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 drücken. Nein! Ne. So. Okay. Gut. Der kommt jetzt hier rum. Nein! Ach, verdammt. Mach hin, mach hin, mach hin, mach hin. Schneller. Also einfach nur drücken. Oh. Doch, das geht. Ach so. Es reicht auch, wenn ich einfach nur... Stopp. Okay. So, jetzt schnell, 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 schnell. So, Drecksding. Okay. Haben wir den auch?
hier um, Malone? Nein. Ach, Mist. Die beiden kommen jetzt hier rein. Okay, so. Jetzt. Ja, alles klar. Wusch. Was ist das für eine Karte? Eine Befreiungskarte. Ach, guck. Können wir die schon bei ihm anwenden? Das wäre cool. Ja. Cool. Thank you for helping me, stranger. But that nasty old man kidnapped my fair Layla. Please, help me find her. Ja, selbstverständlich. Gerne. In the old man's hut, there's a special vial of souls. You can use it to reunite us. We'll become free. And then we can help you defeat him. Here, take my diary. It tells our story. And this amulet will help protect you from his insidious magic. Hm, danke schön. Das ist ja lieb. Vereine die Seelen des getrennten Pärchens und setze die Seelen... Seelenfiole, was? Okay, so, na gut, dann lass uns mal gucken. Das hier geht ja freilich einfach. Das war der Tag, an dem ich Layla einen Antrag machte. Wir genossen einen wunderschönen Abend, als ein Fremder an unserem Tisch Platz nahm. Er schlug vor, ein spannendes Spiel zu spielen und versprach uns großen Reichtum, sollten wir gewinnen. Hm. Wir waren recht arm, also dachten wir kurz nach und stimmten dann zu, Mitch zu spielen. Ich würfelte und spürte sofort, wie der Wind um mich herum wirbelte. Dann fand ich mich hier wieder inmitten des Schnees dem Tode nahe. Na? Layla. Ein seltsamer alter Mann packte mich und legte mir Fesseln an. Er wiederholte ständig, dass ich das Spiel verloren hätte. Einige Zeit später sah ich, wie er meine Layla verschleppte. Als ich versuchte zu fliehen, erstach mich der alte Mann mit seinem Dolch. Und hier bin ich nun für alle Ewigkeit gefangen. Und ein Schlüssel. Ja, ist die große Frage, ne? Ich hatte mich ja darüber moniert, von wegen, naja, wenn du ein Spieler bist, also von uns jetzt mal hier abgesehen, aber wenn du ein Spieler bist, dann kommst du irgendwie nicht so wirklich frei. Ah, die Seele. Wenn du hier Spieler bist, dann kannst du nicht wirklich spielen. Aber wahrscheinlich ist es besser, das Spiel erst gar nicht zu beginnen. Die Brücke ist kaputt. Ich sollte mich nach Brettern umsehen. Tee. Hm. So, los. Und hier haben wir das Schloss. Warum geht das nicht? Der Schlüssel funktionierte nicht. Ich sollte einen anderen Weg finden, es zu öffnen. Okay. Amulett der Verteidigung. Hier unten war das doch... Oh, nee, nee, da fehlt der Buchstabe. Okay, gehen wir mal zurück. Mal gucken, haben wir hier noch etwas mit Schlüssel? In the army now? Nein. Da hinten, wo war das mit... Hatten wir irgendwo was mit Schloss? Wo kommt der Silberschlüssel hin? Wo kommt der Silberschlüssel hin? Zurück können wir im Moment noch nicht. Tja. Hier ist natürlich auch nicht. Wertvolle Blume, Amulett der Verteidigung. Okay. Ohne das Werkzeug kann ich die Drähte nicht durchschneiden. Und weg ist er. Blume. Nein, ist nicht das, was er benötigt. Okay. Gut. Durchschneiden. Tja. Nee, das passt hier nicht. Okay, ich gehe nochmal dorthin. Irgendwo muss es ja funktionieren. Kann ich denn das schon? Nein, natürlich. Hier ist auch nichts. Tja, es bleiben nicht mehr allzu viele Möglichkeiten übrig, ne? Okay, also der Schlüssel, der passt da. Ach, das geht trotzdem. Ich denke, da fehlt ein Buchstabe. Hm.
Ist hier noch was? Liegt der Buchstabe hier möglicherweise irgendwo? Das scheint nicht der Fall zu sein. Okay, also mit dem Hammer können wir jetzt erstmal diese ganzen Nägel hier entfernen. Help me! Gut, okay. Da haben wir schon mal das eine. Da war keins, aber hier hatten wir noch Bretter. Das sieht gut aus. Jawohl, so. Okay, gut. Da kommt man noch nicht ran. Aber jetzt sagt er hier, irgendwas könnte man damit machen. Oh, ich brauche Nägel, natürlich. So, zack, 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 zack. Meinst du, das hält? Ich meine, na gut. So, ich denke, wir können die Brücke reparieren, ha? Huh? Zack, katsching. Info. Ach, ich liebe diese Rätsel. Buh. Benutze die Teile, um die Brücke zu reparieren. Natürlich, gerne. Okay. Ja. Könnte funktionieren, könnte auch sein, dass das völliger Schwachsinn ist. Das geht nämlich zum Beispiel nicht. Nee, das wird nicht klappen. Also die beiden Teile passen zusammen. Und das hier nehme ich da weg. Nee, das passt schon wieder nicht. Okay. Denk. Angenommen, das kommt dahin. Und das hier dorthin. Nee. Das will so nicht. Schöne Idee, aber das will so nicht. Ich glaube, das hier gehört irgendwo an den Anfang. Weg. Wenn wir, na, komm schon. Wenn wir das hier an den Anfang setzen. Wir haben zwei von denen da. Wenn wir den hier nicht ganz an den Anfang setzen. Na, okay, weg. So einen an den Anfang. Den dahin. Das könnte dahin kommen. Nee. Kann es nicht. Nee, kann es nicht. Okay, den erstmal weg. Das passt nicht. Das hier könnte passen. Nee. Der passt nicht dorthin, aber der könnte da durchaus reingehören. Den setzen wir dahin. Nee, das geht schon wieder nicht. Mist. Okay, sagen wir mal, der kommt ans Ende. Passt er da rein? Passt er nicht. Passt er da rein? Auch nicht. Okay, sagen wir mal, der kommt dahin. Dann passt der da rein. Bringt uns nur leider gar nichts. So. So passt es. Ha. Ja. Cool. Und wir kommen in die Höhle. Ui, ich habe die Liebste des jungen Mannes gefunden. Nun muss ich die heilige Filiole finden. Gerne. Das machen wir auch. Aber das machen wir erst in der nächsten Runde und schauen uns hier um. Also ich sag mal bis gleich. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiese gehen.